Jetzt kommen wir zu einer Geschichte, meine Damen und Herren, die eigentlich unglaublich ist. Es dreht sich nicht nur um eine sportliche Höchstleistung, sondern um was, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Ein Kajak ist schnell vorstellbar und damit sind Sie, Frau Hoffmeister, derzeit, also heute jetzt nicht, aber derzeit dabei, Südamerika zu umrunden. Das ist die schlappe Strecke von 22.000 Kilometern. Es können noch gerne ein bisschen mehr werden, weil es doch, ich habe sehr grob gemessen am Anfang und auch sehr grob kalkuliert. Und die erste Kalkulation war auch nur in Anführungsstrichen 3 Jahre, jetzt wären es vielleicht sogar 4 aus diversen Gründen. Aber ich bin immer noch aktiv dabei, habe aber jetzt gerne meine ruhige Sommerpause zu Hause auch mal wieder zur Erholung. Das macht man in Etappen, also man kann da ein paar Monate hingehen? Ich mache es in Etappen, ob man es in Etappen macht, weiß ich nicht. Ob es nochmal einer nach mir angehen möchte, ja, wer kommt schon auf die Idee, das machen Sie in Etappen? Weil ich habe vorher Australien ohne Etappen, also in einer Etappe umrundet, in 11 Monaten. Und das empfand ich schon als recht lang. Da dachte ich mir auch schon in den letzten Monaten, man dürfte gerne mal fertig werden. Ich versuche mir das vorzustellen, 11 Monate rund um Australien im Kajak. Ja, ich bin schon mal zwischendurch ausgestiegen. Also. Das hoffe ich, aber ansonsten, man muss es sich leisten können. Da braucht man auch Sponsoren natürlich dazu. Es ist natürlich auch eine körperliche Herausforderung ohne Ende. Wir haben auch Fotos von Ihnen, wenn Sie beispielsweise einen Salzwasserausschlag kriegen. Das sieht jetzt nicht so richtig gut aus. Kann leicht passieren. Ja, das geht schnell. Gerade jetzt, wo ich in der Karibik wieder bin, im nördlichen Teil von Südamerika, habe ich wieder mit der Hitze zu kämpfen. Das viel schwerer ist als das sieht dann Kälte so aus. Oder Kühle. Ja, ich meine, die Frage, die werden Sie schon mal gehört haben, warum tut Frau sowas? Ja, das ist eben die Frage, warum stellen Sie die Frage? Haben Sie sich mal einen Bergsteiger gefragt, warum auf dem Mount Everest klettert? Ja, ja, noch vor 3, 4 Wochen. Und zwar waren da ja Sebastian Haag und Benedikt Böhm da. Und die habe ich vor allen Dingen auch deshalb gefragt, warum? Weil sie bei einer Besteigung fast, beziehungsweise der eine, der Sebastian, fast ums Leben gekommen wäre. Deswegen steige ich mal nicht auf den Berg, oder? Und, nee, aber doch, man stellt sich auch im Zweifelsfall, wenn man knapp am Tod vorbeischreibt, die Frage, warum tue ich das? Also ich würde schon gerne heil und gesund wieder nach Hause kommen, wenn ich mit allem fertig bin und dann das weitere Abenteuer angehen. Aber der Tod ist mir eigentlich nicht so ganz begehrlich und den habe ich auch überhaupt nicht auf der Platte, ganz ehrlich gesagt. Das mag sicherlich mal etwas brenzliger hier und da werden, aber gut, vielleicht sehe ich es auch etwas als Understatement eher an, wenn ich dann mal eine Notcrash-Landung vor Kap Hoorn machen muss, weil ich es nicht ganz erreicht hatte und der Wind auf 60 Knoten aufgefrischt hat. Und gut, aber man muss ja was zu erzählen haben. Ne? Ich sag, es ist eigentlich ein handelsübliches Kajak, mit dem Sie unterwegs sind. Ja, inzwischen habe ich schon ein speziell von mir oder für mich designtes freier Kajak, aber das ist hier. Ist im Prinzip ein handelsübliches, das jeder kaufen kann. Wenn Sie jetzt gerade gesagt haben, der Wind ging auf bis 60 Knoten. Da war ich noch auf dem Wasser. Nachher war es nur noch 120 und da war ich im Zelt und musste auf allen 4 Rücken liegen, die Ecken festhalten, damit es dann nicht wegflog. Sie haben gerade Kap Hoorn auf Ihrer letzten Etappe umrundet und das, was ich nicht wusste, gilt eigentlich als die gefährlichste Seestrecke der Welt überhaupt. Ja, für alle Schiffsgrößen. Für alle Schiffsgrößen. Nein, besonderes, und dann kommt da so eine Frau aus Deutschland mit dem Kajak. Ja, Gott, ne? Man sucht sich ja sonst nichts Besseres raus. Sie haben sich danach das hier machen lassen, was Sie am Hals tragen. Ja, es gibt so eine Tradition, wer erfolgreich Kap Hoorn umrundet hat, überwiegend natürlich die Segler, die damals sehr aktiv waren, als es noch keine Kanäle gab, die durften sich da einen kleinen goldenen Ohrring ans Ohr stecken. Und da Gold noch nicht ganz meine Farbe war und Ohrring auch nicht so ganz, dachte ich mir, machst du was Besonderes. Und da ich dieses Kajak schon lange trage, habe ich mir halt so einen kleinen roten Stein dort eingelassen. Und das ist dann mein persönliche Kap Hoorn-Trophäe. Sie sind da sehr lange allein unterwegs. Führen Sie Selbstgespräche? Oh Gott, wenn man sonst keinen besseren hat. Aber der Vieh muss auch schon mal herhalten, oder was er so rumfleucht und kreucht im Wasser. Aber gerade die Karibik ist etwas ruhig im Augenblick. Kein einziger Seehund mehr, wie langweilig. Und sehr viel auch sehr knapp. Aber Sie haben in dem Buch, das über Ihr Leben geschrieben wurde, haben Sie beschrieben, wie Sie von einem Hai überrascht wurden. Und dessen Zahn fanden Sie dann am nächsten Morgen hinten im Kajak. Und zwar, der hat ein Stück rausgebissen. Ja Gott, in nördlichen Australien wurde ich eigentlich fast jeden Tag von Haien verfolgt quasi, die hinter mir her schwammen und irgendwann sich dann mal entschieden, mal mich anzustupsen von hinten ein bisschen stärker und überwiegend haben sie den Mund zugelassen. Und Servia Große Letzte hat dann doch den Mund aufgemacht und dann mal einen kleinen Herpen genommen. Das habe ich aber gar nicht gemerkt. Ich dachte nur, es war ein extrem großer, starker Stoß morgens um 6. Ich war schon seit 12 Uhr nachts auf dem Wasser wegen den Gezeiten und das rammte enorm und ich dachte aber, och, Haubus ab da hinten wieder und ich sah da hinten sowas, ein kleines Häufchen auf dem Deck liegen. Ich dachte, es wäre ein Stück vom Haigebiss, den er verloren hat, aber es war leider ein Stück vom aufgebrachten Kajak, das hinterher ein größeres Loch hinterlassen hatte von dem Hai. Und mittags bin ich dann irgendwann angelandet, ziemlich müde und war Feierabend für mich und dann stellte ich fest, dass mein ganzes Heck geflutet war durch dieses größere Loch. Und dann habe ich die ganze Sache doch mal etwas näher untersucht und halt festgestellt, dass doch so ein größeres Gebiss dort
reingeschlagen haben muss. Und na gut, aber er hat freundlicherweise allen anderen potenziellen Haien erzählt, ich bin nicht essbar. Und seitdem war dann Schluss mit dem Stoßen und war eigentlich ganz gut dann. Kennen Sie eigentlich auf diesen Touren Angst? Angst ist ja auch ein Gradmesser, eine Vorsichtsmaßnahme, dass man Gefahren einschätzen kann. Oder sind Sie tatsächlich angstfrei? Ich würde sagen, Respekt ist der bessere Ausdruck für die Sache, die man vor der Natur haben sollte. Angst ist schlecht, weil ich arbeite mit der Natur, nicht gegen die Natur. Und auch mit dem See. Ich kämpfe nicht die See oder das Meer, sondern ich arbeite mit ihr. Und wenn es ein bisschen herausfordernd ist, ist es schön, aber es verschiebt sich auch meine Grenzen der Belastbarkeit für Herausforderungen. Aber es gibt natürlich Situationen, ich denke nochmal an Kap Horn oder Situationen, wenn riesige Wellen vor Ihnen sind, bestimmte Stellen, wenn das Kajak sich einmal drehen sollte, dann gibt es nichts, was Ihnen noch helfen würde. Es gibt solche Stellen. Na gut, ich habe ja mein Paddel üblicherweise in der Hand und es kommt schon mal vor, dass man umgeworfen wird. Für mich glücklicherweise ist es auf der offenen See nie vorgekommen, sondern nur beim Starten und Landen durch große Brandungswellen. Das ist dann schon mal halbwegs normal, wo man so sagen, das ist dann doch... zwar Kunst ist, aber auch ein bisschen Glück, die richtige Wellenhöhe zu erwischen und dann sicher rein und rauszukommen. Und auf offener See, ich glaube einmal in Australien hatte ich, dass ich umgeworfen wurde, aber bin sicher wieder hochgerollt. Gut, man sollte eben die Rolle beherrschen, ist mir als Kunstlerin eigentlich recht gut im Leid und Blut übergangen. Und man weiß nie, was passiert. Ihr Leben war immer Sport. Sie haben als Kunstlerin angefangen, ja. Dann haben Sie später Fallschirmspringen gemacht und sind über der Arktis abgesprungen, haben die dollsten Sachen überhaupt gemacht, haben dann allerdings einen Sohn bekommen und das aufgehört, weil Fallschirmspringen zu gefährlich war. Ja, dann musste ich mir was Ruhigeres suchen. Das war am Anfang halt ein Faltboot, wo ich meinen Sohn in die hintere Packluke gesetzt hatte, als er ganz klein war. Und dann ist er da die ersten 6 Jahre drin groß geworden und ich habe ruhige Flüsschen und Seen bepaddelt. Und als er dann zu groß war und keine Lust mehr hatte mit Mama unterwegs zu sein, habe ich mich dann halt auf die größeren Gewässer gewagt und jo, das wurde dann halt immer mehr und immer mehr. Und jo. Diese Touren, die Sie in den letzten Jahren gemacht haben, sind alle rekordverdächtig. Es gab entweder noch niemanden oder im allerschlimmsten Fall für Sie waren Sie die erste Frau, die das so geschafft hat. Wie groß ist denn die Lust am Rekord, was ganz Neues zu bringen? Also dieses mit dem Rekord war eigentlich am Anfang gar nie meine Absicht. Also die erste größere Umrundung, die ich gemacht habe, war rund um Island. Und durch Zufall war es halt eine sehr schnelle Umrandung von nur 33 Tagen. Die schnellste davor war 50, aber gut, das hat mir irgendwo gefallen, dass ich dann das also doch recht flott hinter mich hergebracht hatte. Aber in Neuseeland ging es dann richtig um sogenannte Rekord, als die Presse dann auch langsam aufmerksam wurde und dann das entsprechend ausschlachten wurde. Und da zählen leider nur mal Zahlen und Fakten und nimmst du an Olympia teil, ist das ein Guinness-Buch-Geschichte? Das sind die Fragen, die eigentlich immer wieder kommen, aber an sich... Es ist ganz hübsch, der Erste zu sein, sicherlich. Und man hinterlässt seine Spuren in der Nachwelt und hat auch was, über man in Büchern schreiben kann, nett. Aber ob das ein Rekord ist oder nicht, ich bin halt kein Sportler, den man messen kann mit Zeit. Und um Australien habe ich sicherlich den aller einzigen Vorgänger, der vor 27 Jahren Australien als Erstumrunder umpaddelt hat, habe ich sicherlich gerne in Anführungsstrichen gejagt und wollte schon durchaus schneller sein, was mir auch einfach gelungen ist, hauptsächlich durch die Überquerung des Golfes und Carpinteria, das ist eine kleine Abkürzung. Aber jetzt aus Südamerika, da ich die Erste bin, kann ich eigentlich das Tempo setzen und ich habe mir eben auch herausgenommen, Pausen zu machen in dieser längeren Strecke. Wir haben so ein paar Bilder von Ihnen eingefangen und da zeigt sich, glaube ich, eins, die Faszination der Bilder, die Sie unterwegs erleben. Welcher Moment, als Sie da die Arme hochreißen? Das war nach Australien, aber ganz ehrlich gesagt, ist es eigentlich eher ein gestelltes Foto, weil mich fragten alle, warum bist du denn durch die sogenannte Ziellinie mit diesem Banner so ganz ruhig gepaddelt und hast jetzt nicht im Dreieck gesprungen und dich gefreut wie so ein Schneekönig, aber irgendwie war es eigentlich nur ein anderer Paddeltag. Und also diese wahre ekstatische Freude, dieses Bild musste ich hinterher nochmal zurückfahren und dann mach doch mal die... Spiel doch mal ein bisschen Freude. Irgendwann war es eigentlich nur ein anderer Paddeltag zu Ende. Wann empfinden Sie denn richtig entfesselte, große Freude?
Ich glaube, das ist eine meiner Qualitäten, dass meine Emotionen relativ gleichmütig sind bei allen Sachen, die an mich herangetragen werden, die ich zu meistern habe. Und wenn ich also jetzt sehr große Stimmungsschwankungen hätte, was auch immer passiert, und es sind so viele Kleinigkeiten im Leben eines Expeditionspaddels, die schiefgehen können, ne, vom Ausrüstung, die kaputt geht, oder das ist, Wetter ist nicht so geplant, oder man erreicht die Stelle nicht, wo man landen möchte. Wenn man das alles so schwer und sich ärgern und nehmen täte, also die Emotionen müssten schon recht gleichförmig sein. Sie regen sich nicht auf, ne? Nein, dauert sehr lange. Sie haben einen Sohn. Haben Sie mal überlegt, ob Sie für den vielleicht das aufgeben und mehr für den da sind? Im Augenblick ist er eigentlich recht zufrieden, dass er Mama nicht mehr ganz so viel sieht. Er ist jetzt 17 und freut sich eigentlich, wenn er sein eigenes Leben leben kann. Er lebt bei seinem Vater, aber nur ein paar Straßen weiter. Also wir sehen uns schon zu Hause, wenn wir nicht da sind. Aber durch eben meine sportlichen Aktivitäten haben wir entschieden, dass er überwiegend bei Vater wohnt, der schon pensioniert ist und viel Zeit hat und ein guter Vater ist. Sonst würde ich nicht so. Ich muss Ihnen noch die banale Frage stellen, die ich mir selber durch den Kopf habe gehen lassen, die mir auch von einer Kollegin schon gestellt wurde. Wenn man da nicht abends an Land geht, sondern auch tagelang mal in dem Boot ist, in dem Kajak. Entschuldigung, wie pinkeln Sie? Ja Gott, da wo es bei den anderen Damen auch rauskommt. Also bei der einzigen Überquerung von dem Golf auf Carpinteria, wo ich also 7 Nächte im Boot schlafen musste, und da musste ich also quantitativ wie qualitativ mäßig ausreichend Schlaf kriegen, sonst hält das keinen Menschen physisch aus, und natürlich muss man auch seinen natürlichen Bedürfnissen nachgehen und auch jeder normale Tag. Ich lande also üblicherweise nicht an während des Tages, sondern bin also 10 bis 11 Stunden unterwegs auf dem Wasser, und da muss man natürlich büchern, das ist ganz normal, und für die Frauen gibt es also sinnvolle Hilfsmittel wie in Form eines Trichters, die man an die weibliche Anatomie ansetzt und dann entsprechend in Flasche oder in Tüte, wie jeder Mann auch paddelt, pinkelt, Entschuldigung. Und entsprechend dann das trocken halbwegs erledigen kann. Und wenn es aber jetzt in der Karibik so warm ist, das Cockpit ist eh meistens nass, also dann man Schwamm und wäscht es aus und ist gut. Sie haben ja gesagt, in dem Boot schlafen, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, auf dem Boot war es eigentlich mehr. Ich bin also nicht unten reingerutscht, wie es manche andere auch versucht hat bei ähnlichen Vorhaben, sondern ich habe mir also quasi eine schräge Ebene gebaut hinten auf dem Deck, hat mein Paddel hinter mir festgeschnallt auf dem Boot mit Auftriebskörpern rechts und links, dass es also stabil war. Und so konnte ich mich also recht hinten gut ausstrecken. Ich musste mein Paddel immer mit den Auftriebskörpern festhalten, weil die nicht nach oben sich drehen. Kreuzhaltung. Sich so quasi an, doch auf und ab zu bewegen. Aber ich war recht komfortabel dort und habe auch qualitativ wie quantitativ ausreichend Schlaf bekommen. Wetter war überwiegend gut. Eine Nacht war etwas heftiger. Da musste ich dann drüber nachdenken, ob das Paddel noch hielt und ob mein Seeanker nicht vorne ein größeres Loch lassen hätte, wenn er aus dem Bug gerissen wäre, aus der Halterung. Aber zum Glück hat das Material auch gehalten und die Nacht ist verendet. Also ist das befestigt am Boot oder halten Sie das ganz frei? Beim Schlafen jetzt habe ich das festgestrapst mit dem und beim Parkour. Aber beim Rudern haben Sie ganz normal mit zwei Händen. Das auch schon mal verloren? Man hat eine Paddelleine, wo das Paddel am Boot befestigt ist, und das hilft eigentlich, das nicht zu verlieren. Aber es kommt schon mal vor, dass es einem aus der Hand gerissen wird bei einer heftigen Start und Landung, wo man die Leine normalerweise abnimmt, weil wenn sich das sonst ums Boot wickelt oder um deinen Hals, ist nicht so günstig. Und Ersatzpaddel, ja. Ja, in Neuseeland habe ich also bei einer heftigen Landung ist mir das Paddel weggerissen worden aus den Händen und es war nie wieder gesehen. Und 2 Monate später ist es dann 60 Kilometer hoch der Küste aufgetaucht, günstigerweise. Aber zwischendrin habe ich natürlich mit einem Ersatzpaddel paddeln können. Ich habe ja ein zweites mit. Gibt es irgendwas, was Sie sich gönnen, wenn Sie nach Hause kommen und festen Boden unter den Füßen haben? Na gut, das Essen ist natürlich sparsam in der Auswahl, was man so mitführen kann auf dem Boot. Nicht unbedingt quantitativ, aber qualitativ. Und dann zu Hause freue ich mich so sehr gerne auf Schwarzbrot, was man in Deutschland nur in der Form in Deutschland kriegt. Und die letzten 4 Wochen, wo ich jetzt wieder zu Hause war, habe ich schon ein bisschen wieder eingefüllt, was reinpasst, muss ich gestehen. Wann geht's wieder los? Mitte August. Wie lange dann? Dann wieder die nächste Etappe von 4 Monaten bis Weihnachten. Da hoffe ich, von Ende Kolumbien, Anfang Venezuela bis französisch Guyana zu kommen. Dann ist immer wieder eine kleine Pause über Weihnachten nur, und dann geht es weiter in Brasilien. Und Brasilien ist lang, 7 Monate dort entlang, aber nicht in einem Stück, weil erstmal sind die Einreisebestimmungen wieder anders. Aber im Augenblick habe ich mich auf 4 Monate oder 3 Monate eingeschworen, und das geht ganz gut so. Viel Erfolg, und ich weiß nicht, ob Sie es auch haben, aber auch viel Spaß. Ich denke, dass ich noch Spaß habe, ja, sonst würde ich es nicht machen. Alles klar, danke, dass Sie hier sind. Freie Hochmeister.